herzlich willkommen in der Schüko Arena zur Pressekonferenz nach der Partie des DSC Arminia Bielefeld gegen FC Erzgebirge Aue. Endstand vor 18.429 Zuschauern. 2:1, ich begrüße ganz herzlich Daniel Meyer, den Trainer unserer Gäste und natürlich unseren Trainer Uwe Neuhaus. Ich bitte Herrn Meyer um seinen Kommentar. Ja, guten Abend erstmal und Glückwunsch zum Sieg. Ja, ich glaube, wir haben ein relativ intensives Spiel gesehen, mit für uns maximal unglücklichen Auftakt. Also wir mussten uns ja schon ein bisschen sortieren nach den ganzen Ausfällen und hatten noch ein paar Aufgaben zu lösen, was die Aufstellung angeht. Und wenn du dann gleich in der Anfangsphase des Spiels so ein vermeidbares Gegentor bekommst, dann ist es schon spannend, wie die Mannschaft dann reagiert. Und die Reaktion war aus meiner Sicht gut. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, haben ordentliche Aktionen gehabt, haben auch unser Positionsspiel durchgezogen, hatten, glaube ich, durch Jan Hochscheid zwei gute Möglichkeiten, auch in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Zweite Halbzeit ähnlich, ja, also wir haben, glaube ich, die größte Chance durch Dima Nazarov gehabt, dann den Ausgleich zu machen. Müssen wir auch machen in der Phase, wir haben insgesamt zu wenig Torgefahr entwickelt aus dem Ballbesitz, was wir hatten. Wir hatten auch ein bisschen mehr als die Heimmannschaft und kriegen dann ein 2-0, das darf einfach nicht passieren. Das ist dann auch letztlich der Grund, weshalb du hier nichts mitnehmen kannst, obwohl du halt relativ viel Aufwand betrieben hast. Da ärgern sich die Jungs am meisten drüber. Das ist so ein einfacher Ball. Das ist vor allen Dingen vorher auch besprochen, dass die da immer auch wieder drüber langgeschlagen werden. Das darf uns nicht passieren. Trotzdem wieder Moral gezeigt, bis zum Ende dran geglaubt. Die Mannschaft ist marschiert, hat nochmal den Anschluss erzielt. Von daher bin ich mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein, weil wir, wie gesagt, einfach zu leichte Fehler machen und dann so ein Spiel aus der Hand geben und auf der anderen Seite nicht konsequent genug sind und in der Mischung kannst du dann am Ende eben doch keine Punkte mitnehmen. Die Leistung an sich ist okay, wie gesagt, gerade in der Formation, wo wir ja aufgelaufen sind und gibt dann auch das Zutrauen, dass wir in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen die Punkte holen, die wir benötigen. Danke. Vielen Dank, Herr Meyer. Uwe, dein Kommentar bitte. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, es war ein sehr intensives, interessantes Spiel mit einer richtig guten Anfangsphase von uns, mit viel Tempo in den Vorwärtsaktionen. Dann auch, glaube ich, folgerichtig das 1:0 für uns und dann haben wir es versäumt. Das Ergebnis höher zu schrauben und wenn ich an die Chance von Klos denke, Börner ist ganz frei durch, versucht dann noch einen Querpass oder den Haken, zieht nochmal auf. Der hätte man auch so auch gut und gerne 2:0 führen können. Und wo ich natürlich nicht mit zufrieden bin, ist unser Spiel mit dem Ball. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch viel Ballbesitz haben. Es war heute aber extrem schwierig, weil Aue von ihrer Raumaufteilung auch versucht hat, fast 1 gegen 1 über den ganzen Platz zu spielen und das hat für uns bedeutet, dass wir natürlich sehr viel Räume nach vorne bekommen haben. Es waren sehr viele Duelle, die wir da mit langen Bällen versucht haben zu lösen. 2 gegen 2, Klos Vogelsammer gegen 2 Auer und da musste auch, und das verlange ich auch von meiner Mannschaft, die Bälle mit Risiko auf unseren Zielspieler spielen und dadurch haben sich auch jede Menge Möglichkeiten ergeben und das bedeutet wiederum aber auf der anderen Seite, dass wir nicht so viel Fußball spielen, wie wir es uns eigentlich vornehmen und ich glaube, dass wir defensiv aber ganz gut gearbeitet haben, haben nicht so viele Torschancen zugelassen, das war der eine Schuss in der ersten Halbzeit, dann nach Fehler von Vogelsammer natürlich eine Riesenchance zum Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit den Kopfball und ansonsten waren keine klaren Torschancen so richtig vorhanden. Und deswegen denke ich auch, dass der Sieg absolut in Ordnung geht und wir freuen uns natürlich über weitere 3 Heimpunkte. Aue wünsche Ihnen in der nächsten Woche natürlich noch viel Erfolg. Ihr werdet schon packen. Danke. Vielen Dank, Uwe. Gibt es noch Fragen an die Trainer? Dann reichen wir Ihnen das Mikrofon. Still ruht der See am Freitagabend. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise. Viel Erfolg in den nächsten Wochen und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke sehr.